Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vizibis Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. So, bevor ich jetzt hier anfange großartig zu zocken, also ihr werdet natürlich sehen, wie ich jetzt anfange jetzt so zu zocken und so weiter, muss ich euch was beichten. Ich habe den Mongo gemacht, sogar den Doppelmongo, und habe mal ganz schnell vergessen, in OBS Studio zu aktivieren, dass ich ja auch ein zweite, dass ich Mikro aktiv habe und auch, wie heißt es? Mikro und Desktop Sound, und muss deswegen jetzt alles nachsynchronisieren, was ich habe. Ja, ist jetzt nicht die beste Nachricht des Jahres, ich weiß. Bin ich auch nicht so wirklich stolz drauf, im Gegenteil. Kann ich jetzt aber leider nichts gegen machen, das heißt im Klartext, ich darf alles, was ich habe, was ich aufgenommen habe, nachsynchronisieren. So, wir haben in der mittlerweile einiges an Meta bekommen, Plutonium haben wir bekommen und die MFEs sind voll. Einziges Problem, die MFE ist zwar voll, aber die Resonant Energy Cell nicht, die ist leer. Warum ist die leer? Die kommt einfach nicht hinterher, unsere Transfer Not Energy, mit dem Umwandeln. Die kann ja nur 1000 bis 2000 RF zu circa umwandeln und das ist einfach nicht schnell genug. Das heißt, wir brauchen eine schnellere Transfernode. Ich hoffe, dass man die jetzt irgendwie upgraden kann, aber ich habe da so eine ganz, ganz miese Befürchtung. Und ich glaube, die bewahrheitet sich auch gerade. Ja, verdammt, das sieht nicht gut aus. Stack Upgrade bringt uns hier nichts. Mist. Aber bitte irgendwie ein anderes Update? Nein? Och Mann, oh. Jetzt muss ich auch noch was überlegen, wie ich das besser mache. Eine Idee hätte ich. Irgendwie ein bisschen umbauen. Hilft das was? So wie mehrere Eingänge. Ich bezweifle es, aber Hoffnung besteht. Aber bitte? Bitte? Sag ja? Nein. Ja, gut. Wie heißt das? Nörgeln hilft eigentlich weiter. Also wird weiter genörgelt oder wie jetzt? Ja, okay, ich weiß. Ich muss ran an den Mann. Also, wie machen wir das am besten? Kann ich hiermit irgendwie was machen? Ob wenn ich. Nee, Moment, warte mal. Was mache ich denn da jetzt? Alter, wie blöd ist der Typ eigentlich? Kann mir das einmal erklären? Ja, renn wieder in die Lava, auch wenn du Fire Resistance hast. Bekommst du erst später. Boah, manchmal geht die mir diese voll idiotierisch auf die Eier. Ja. Auf jeden Fall, wieso bin ich das gerade am Umplatzieren? Weil wir heute ein Wett bauen, damit wir unseren Plan umwandeln können. Was ist denn der Plan? Ganz einfach. Wenn wir Zugang zu Harvestern haben, können wir eine Energiefarm aufbauen. Wie will ich die denn machen? Per Baumfarm? Nein, per Essen. Wir wollen uns eine Farm aufbauen, die automatisch Beef Wellington herstellt. Was hergestellt wird aus Teig, also Weizen, ein bisschen Salz und Wasser, Pilzen, Spinat und Fleisch. Das alles haben wir eigentlich schon, das ist kein Thema. Die einzige Sache ist halt wirklich nur, das Ganze aufzubauen und auch automatisch craften zu lassen. Wenn wir das einmal stehen haben, können wir das einfach in den Culinary Generator pumpen lassen und das ist nicht das größte Thema. Ups, da bin ich gerade aus Versehen auf Vollbild gekommen, aber die Aufnahme läuft zum Glück weiter. Dann nur ganz, ganz kurz Schwarzbild. So. Schauen wir jetzt mal weiter. Ja, hier seht ihr noch, wie ich alles vorbereitet habe für die First Jetpack. Ich meine, ihr habt ja den Großteil gesehen, aber naja. Ich habe jetzt mittlerweile schon vorbereitet, aber naja. Ich fahre jetzt ein Jetpack. Happy Birthday. Wir brauchen es eigentlich sogar gar nicht so wirklich, weil, naja. Das einzige Problem ist wirklich, wofür wir ein Jetpack bräuchten, wäre, wenn wir irgendwie Gegner angreifen würden oder sowas. Aber, naja, wir haben es ja noch nicht so wirklich mit Gegnern zu tun. Ich meine, welchen großen Gegner bekämpfen wir momentan? Wizard greifen wir nicht an.
Ender Dragon steht noch ein bisschen aus, also wir haben es ruhig noch. Wir können es damit ein bisschen sehr viel Zeit lassen. Auch super. Wir können uns damit ein bisschen sehr viel Zeit lassen. So. Wir brauchen auf jeden Fall Silicon. Oder Silizion. Silizium, nicht Silizion. My English very good. My English is not the yellow from the egg. But I think we are all sitting in the same boat here. And if not, I think my buddy you are the heavy on the woodway. Mein Englisch ist perfekt. So, bereiten wir jetzt mal den Wett vor. Wir brauchen einen Cauldron. Wir brauchen noch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr wirklich was. Top vorbereitet, wie immer, merkt ihr ja. Ich hatte schon gerade befürchtet, mein Video ist stehen geblieben. So, Cauldron brauchen wir. Wir brauchen Machine Frame für Machine Chassis. Oder Chases. Ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht. Ich meine Chassis. Ich bin ehrlich, da bin ich mir jetzt auch unsicher. Aber darf ich ja wohl auch mal sein, oder? Und wenn nicht, doch, darf ich. So. Wir brauchen auf jeden Fall Lumium, wir brauchen Iron Bars, brauchen wir noch irgendwas. Hier Signalumbrüche können wir noch mal gebrauchen. So. So, die Fluid-Tanks haben wir, Machine Chassis haben wir jetzt gleich. Hoppala, da fängt es gerade an zu regnen. Hat mich gerade so ein bisschen erschrocken gehabt. So, das hätten wir. Können wir das beschleunigen? Tatsache. Ja gut, aber hier brauchen wir das. Ja, Machine Chassis haben wir jetzt auch und damit sollten wir jetzt schon fast alles haben. Fluid Tanks, Cauldron, Machine Chassis. Wir brauchen nur noch einen Ofen. Den können wir jetzt einfach von hier drüben stibitzen. Ungefähr so. Charcoal und Redstone-Alloy gibt es sogar noch dazu. Ofen dahin und dann brauchen wir nur das Electrical Steel hier. Bevor ich mich schon, wenn wir das alles autocraften können, einfach so und fertig. Wisst ihr, wie schön das wäre? Ich glaube, das wäre einfach nur wundervoll. Ja. Plastic Shields brauchen wir Kompressor, das war Plastic und Rocket Fuel. Rocket Fuel können wir eigentlich easy herstellen, so ist es nicht. Das ist einfach nur, naja, ein bisschen nerviger. Ich bin noch gar nicht so wirklich ein Freund vom Bett. Warum seht ihr sogar gleich in der Folge? Aber naja. Wie gesagt, ihr seht da gleich. Ich erkläre euch das nicht so großartig. So, wir brauchen auf jeden Fall etwas Wasser, um Hut herzustellen, also Fusel. Was brauchen wir noch? Wir brauchen irgendein pflanzliches Mittel, wie. Oh, wir brauchen auf jeden Fall so das auch. So. Nochmal ein bisschen hier Sneakers unterwegs. Lecker. Was brauchen wir jetzt noch? Hier von irgendetwas? Nein, wir brauchen. Ah, ich weiß wieder, worum es geht. Das alte leidige Thema, wir haben kein Rubber mehr. Ich bin auf der Suche und tut mir leid, wir haben keins, weswegen ich jetzt ein paar Bäume fällen muss. Keine Sorge, das wird jetzt nur noch wenige Folgen das Thema sein. Das habe ich mittlerweile schon behoben, weil es mir selbst auf die Nerven ging. Also ja.
das Thema hat sich bald gegessen. So, ein bisschen Steak noch für unterwegs. Kennt ihr ja, wenn er von Arbeit kommt, gibt es schon Lust als ein schönes, leckeres Steak, ne? Am besten noch die Kuh selbst geschlachtet. Boah, Alter. Manchmal frage ich mich, was in meinem Krankenhirn vorgeht. Und manchmal bin ich irgendwie so ganz froh, dass ich es nicht, ja, ne? Dass ich es nicht weiß. Das wollte ich damit sagen. So. Das kann weg. Werde auf jeden Fall ausgehen, dann was weiterfahren. So. Sehr schön. Ich höre meine Eltern vorne mit dem Hund spielen, der sich ja mittlerweile auch super eingelebt hat. Wenn er mal wollte, dass ich mit dem Hund mal irgendwie ein Video mache, wie so draußen mal im Gassi gehen oder sowas, könnt ihr gerne mal Bescheid sagen. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, ich kenne die Antwort schon. So ein gediegenes Nee, Hundevideos gibt es genug auf YouTube. Alter. Ja, Papier hatten wir auch keins mehr, das können wir auch noch gebrauchen. Ah ne, brauchen wir für Zucker, ne? Stimmt, Zucker hat uns gefehlt. Boah, Alter. Meine Mutter eskaliert halt gerade vorne komplett. So, die Folge ist jetzt gerade bei 11 Minuten 41, 42 und so weiter. Und wir warten jetzt einfach langsam darauf, dass wir... Na, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt weiß ich, ich brauche doch das pflanzliche Mittel. Nicht nur Zucker brauchen wir, sondern auch ein pflanzliches Mittel, wie Kartoffeln für Fusel. Und das haben wir ja zum Glück. Boah. Muss doch mal was umstellen bei mir. Ja, da sieht das einfach irgendwie Äpfel, Kartoffeln. Hoppala. Da hatte ich gerade auf ein paar Tasten gedrückt. Ja. Auf jeden Fall, ihr seht es ja jetzt gerade. Oder habt es gesehen. Und wir machen das jetzt einmal ganz kurz. Mein Koffer auch nicht mehr das, was es war. Ich bin jetzt gerade auch auf dem Server drauf, bin nur was am Vorbereiten hier so. Mittlerweile baue ich sogar nochmal die Base um, weil mir ein schön. Ein schöneres Design eingefallen ist. Bruh. Bin doch gerade gestorben, weil ich blöd war. Auf jeden Fall. Mir ist ein schöneres Design eingefallen. Deswegen baue ich hier nochmal ein bisschen um. Ja. Und bei mir in den Kühen ist jetzt ein Huhn, ein Schwein, ein Schaf, also wie einmal alle Farben durch, gefühlt. So, dann einmal hier ein bisschen warten. Boah, wartet der eigentlich da gerade? Seid ihr irgendwann dabei? Sagt mir mal, ich weiß gerade selbst nicht. Ja. Ich hatte schon gerade Angst gehabt, ich hätte die Folge neu gestartet. So, hier seht ihr die Reaktoren, das wären die MOX-Reaktoren. Die werde ich wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen schon fertig haben. Weil, ich bin ehrlich, das in der Folge zu zeigen, wie ich das aufbaue, dafür brauche ich selbst eine Zeit lang, bis ich das so alles verstanden habe, wie ich das machen möchte. Deswegen mache ich das lieber offscreen und erkläre ich euch das hinterher, sonst habe ich so eine ganze Folge, wo ich so da sitze und, man, nee, nicht so, nein. Obwohl, nein, lieber nichts. Obwohl, was ist, wenn ich das so mache? Nee, scheiße, jetzt wird es in die Luft geflogen. Und ich glaube, darauf hat er keinen Bock. Weil ich persönlich habe schon keinen Bock drauf und ich habe auch keinen Bock dann in der Folge zu sitzen, so. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Ich meine, ich erkläre es euch ja nochmal ganz genau, wie ich das gebaut habe. So, hier nochmal zwei Flaschen. Versuche irgendwie ein bisschen Energie rauszurotzen. Der leider fehlgeschlagen ist.
So. Ja, wir warten jetzt immer noch, bis das hier weiter ist. Plutonium ist da fertig. Wir könnten mal eine Drum gebrauchen, um das Huge rauszuholen. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten immer noch. Jetzt brauchen wir Gunpowder und etwas für Headstone. Ja, singen kann ich immer noch nicht, werde ich auch immer noch nicht lernen. Wieso auch? Ich kann doch immer noch so schön auf die Nerven gehen. Nee, Spaß beiseite. Bin ehrlich, bin nicht so der Typ, der gerne singt. Will doch nicht wirklich so werden. Bin eher so der Typ, der gerne anderen Leuten auf die Nerven geht. Und ich würde glatt behaupten, das kann ich ganz gut. So. Wie sieht das eigentlich ganz kurz hier aus? Ja, passt. So, Rocket Fuel haben wir. Plastic Cheats 2. Wir müssen wieder warten. Das ist was Nerviges, finde ich, aber naja. Es wäre ja auch nicht hart, wenn man einfach so sagen kann, hier bitte schön hast du. Und jetzt mal voran. Aber naja. So ist das Leben. Manchmal musst du warten und manchmal kannst du einfach machen. Aber wer einfach so machen kann, der hat auch schon was gearbeitet. So. Ja, jetzt müsste das Rocket Fuel bald fertig sein. Will ich zumindest hoffen. So. Oh, das neue Design gefällt mir richtig gut hier. Gibt es eigentlich hier auch die Advanced? Nein, schade. Die gefallen mir richtig gut. Vielleicht ist die Folge schon draußen. Ich hatte letztens mal eine Modpack-Vorstellung aufgenommen. Sogar muss ich sogar zweimal aufnehmen, weil ich auch da vergessen hatte oder gesagt nicht gesehen hatte, dass mein Mikro nicht an war. Also in OBS nicht an war. Wäre ein bisschen blöd, wenn es nicht an wäre. Ich habe die letzten. Die Aufnahmen hier teilweise sind schon vor 2 Wochen rausgekommen. Also aufgenommen. Nicht rausgekommen. Ja. Auf jeden Fall, das darf ich jetzt auch nochmal komplett neu aufnehmen. Da werde ich aber sagen, nehme ich komplett neu auf, damit ich so ein bisschen. Da habe ich noch so ein paar Ideen gehabt, wie ich das verbessern kann. Ist jetzt alles blöd gelaufen, habe ich schon selbst mitbekommen. Du sollst aber nicht hin. So, wir brauchen auf jeden Fall noch für. Die Harvester brauchen wir hier so ein Z-Logic-Controller, also so ein Zombie-Logic-Controller. Weiß nicht ganz ehrlich, wie der funktioniert, so ein Zombie-Logik-Controller. Ich meine, was kann so ein Zombie großartig für eine Logik haben? Brain, fressen, fressen, Fleisch, Brain. Da kann doch nicht wirklich so viel an Logik vorhanden sein. Da kann ich auch hier einfach so ein Street nehmen und sagen. Ja, komm, mach du da mal. Ah, ich sehe aber jetzt schon kommen, was er mir dann schon wieder so gegen zu sagen hat. Sagte der Typ, der vergessen hat, die Hall sein Mikrofon zu aktivieren. Hab dich auch lieb. Ja, das hat was. Das hatte ich schon. So, mittlerweile bin ich auch schon da, wir. Ich im Let's Play vom Folgenfortschritt her bin ich ja schon weiter als das, was ihr gerade seht. Ich bin mir auf jeden Fall schon am Überlegen, wie ich hier weitermachen soll. Alleine schon, was bei mich bald rangeht ans Automatisieren. Und wenn ich mir so Rezepte anschaue wie die Creative Cache Batter, hat wer Strongbox, was wir das brauchen. Also gut, Crystal Cluster würde ich. Nochmal herstellen müssen, das ist klar. Das werde ich wirklich die ganze Zeit fahren müssen.
Auch Clipper Compressed Cobble ist kein Thema. Power Modules ist auch kein Thema. Infinity Catalyst ist Vapio Mana und so weiter, ja. Bloß halt für die Creative Energies Cell, die wir ja brauchen. Ich habe das mal ausgerechnet. Wir müssten 576 Enderdrachen besiegen, also 576 Drachenherzen bekommen, wenn wir das Ganze mit 4 Draconium-Blöcken machen. Und naja, da sagt mir mein Gefühl, das werde ich automatisieren müssen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir werden den Enderdrachen automatisch besiegen. Wie ich das aufbauen werde, weiß ich heute selbst noch nicht. Alleine schon, bin ich ehrlich, da werde ich wahrscheinlich so ein bisschen Hilfe... Hoppala. Da werde ich mir so ein bisschen Hilfe holen. Also, das Ganze aufbauen werde ich, wenn es klappt, mit dem Street Digger. Wenn nicht, ich habe... Also, so generell ein paar Grundideen habe ich schon, wie ich das machen kann. Aber die Sache ist die, mir fehlt da einfach wirklich das technische Know-how, so im Bereich AE2, was man alles machen kann. Also ich bin froh, dass ich hier Interface und sowas so weiter schon kann. Ja gut, hier sowas, solche Scherze wie mit, wie heißt es? Hier, Annihilation Plane und sowas, kenne ich auch schon. Also ich kenne schon ein paar Features, aber ich kenne nicht wirklich alles. Also wenn ihr jetzt hier Street ankommen würde, so vom Thema her, erklär mir mal, wie, keine Ahnung, der... Ich gehe einfach mal gerade hier at Applied Energistics. Was haben wir denn hier so Feines? IO-Port kenne ich. Gehen wir mal rüber zu den Bossen. Was haben wir denn hier so Feines? Ja, erklär mir mal die Peer-to-Peer-Tunnel. Wie die funktionieren. Wüsste ich nicht. Ich weiß, damit kann man Energie übertragen, man kann Flüssigkeiten übertragen, man kann quasi alles übertragen damit. Aber ich wüsste nicht, wie es geht. Also da würde ich wirklich dann nochmal Street um Hilfe bitten. Weil, wie heißt es so schön, Dosch blöd, Dosch Hilfe. So, in der Zwischenzeit sind wir schon voll rangekommen mit dem Celeste Splice. Wir brauchen eigentlich jetzt bald nur noch, so wirklich viel brauchen wir da nicht mehr. Eigentlich nur noch Solarium. Ich zeige euch mal ganz kurz hier das Rezept, wie man Beef Wellington herstellt. Ich merke schon gerade, dass das für mich die letzte Folge, die ich heute aufnehmen werde. Warum merke ich das? Ganz einfach, weil mein Hals so ein bisschen anfängt weh zu tun. Ja, das wollte ich so. So. Ja, Culinary Generator sind auch nicht wirklich so schwierig. Iron Gears können wir machen. Presser ist so eine kleine Sache, dafür braucht man wieder Seeds. Die haben wir auch größtenteils. Ich glaube, die haben wir sogar alle. So, ich muss mal gerade ganz kurz was trinken. Mir geht gerade gar nicht klar. Ansonsten habe ich gleich einen hustenden Dolch und ich glaube, das kommt nicht so gut in die Aufnahme. So, schon besser. Hier die Seeds, die haben wir. Das ist alles, was ich jetzt bisher gezüchtet habe. Brussels Sprout, Cabbage haben wir da. Was braucht man? Celery, Asparagus, Oats, Cantaloupe, Lettuce, ja. Also generell, vom Presser weiß ich, wir haben alles. Das Einzige, was für Beef Wellington fehlt, ist Spinat. Ja, aber Spinat sollte auch nicht so wirklich das Thema sein. So, mein Malzgranat geht schon wieder weit besser. Und jetzt fangen sie an, vor meinem Mund zu spielen. Gut, aber ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Wie gesagt, die nächsten Folgen werden noch ein bisschen blöd nachsynchronisiert. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. War schön mit euch. Wie lange geht die Folge jetzt noch? Oh, jetzt ist sie gleich zu Ende. Ungefähr jetzt, auf jeden Fall. Tschüss.